Hey ihr Sahneschnitten und willkommen zur 7. Folge von Ark aufs Maul und damit ebenso im Jahr 2024. Ich hoffe, ihr seid gut reingerutscht. Letzte Folge war das Blutbad, alias die Purge. Jeder bis auf Justin hat ein Leben verloren. Daher steht auch heute einiges auf dem Plan, was bei uns zuletzt auf der Strecke geblieben ist. Jedoch ist heute ein besonderer Tag, denn zum Zeitpunkt dieser Aufnahme sind die ersten Folgen live auf YouTube. Bedeutet, jeder, der bisher zu faul zu scouten war, weiß jetzt auf den Meter genau, wo wir bauen. Heißt, wir erwarten heute auf jeden Fall Besuch. Und vielleicht besuchen wir auch unseren Lieblingsnachbarn noch einmal. Wird wie immer wild. Heute Abend bin ich by the way live auf Twitch, so gegen 18, 19 Uhr. Und schaue mir mit euch zusammen alle Folgen der Purge an. Wenn ihr also Bock habt, schaut gerne vorbei, Link ist in der Beschreibung. Hab bisher extra noch nichts davon geschaut. Wenn euch der Spaß hier gefällt, lasst es mich in den Kommentaren wissen. Ein Like und ein Abo wäre wie immer zuckersüß von euch. Viel Spaß mit der Folge, let's go. Ich würde auch wahrscheinlich bei Zeiten, spätestens jetzt nach dem Node-Run, nochmal auf Metal Shield wahrscheinlich mal upgraden. Wenn man dann doch mal einen längeren Open Fight hat oder so. Würde auf alle Fälle Sinn machen, ja. Die Metal Shielder waren in der Purge schon strong von denen, aber waren halt schwer. So, für Zuschauer, was ist unser Plan? Wir haben zwei neue, also einen neuen Rex, der jetzt hoch ist. Und wir machen jetzt generell mit den Rexen mal Node Run, damit die Rexe und wir gelevelt sind. Danach machen wir eine Menge Schießpulver oder stellen zumindest schon mal Spark Powder und Kohle an. Und dann gehen wir mal gucken, ob wir vielleicht mal irgendwo einen Kill kriegen. Kannst du mal den Fluss eigentlich ein bisschen runterlaufen? Auf dem Weg. So. Hast du ein Male oder hast du ein Female? Ich bin beide Females. Okay. Gut, dann Yala, go. Ist das da links ein Alpha-Raptor? Sehe ich nicht. Nee, ist glaube ich ein normaler, oder? Nee, ist ein Alpha. Dann lass mal schnell Vierer-Note nehmen. Das sind zwei Alphas. Kommst du hier hoch? Ja. Pass auf, erst Vierer-Note und dann umdrehen. Hier ist ein Terrorbird. Null. Ja, dann scheiß mal kurz auf. Wobei, ich sag mal, noch besser wäre Zweier-Vierer-Note dann Dingens. Ja, hören wir erst die Zweier, oder? Die Reihenfolge ist ja egal. Ja, es ist auch egal, ob wir erst die Zweier oder Vierer nehmen. Wir haben 10 Minuten. Also, das ist Jacke wie Hose. Und dann machen wir es so, ja. So, ich hab Vierer. Oh, und dann zurück zu den Alphas. Da kommt dann drauf da. Das sind sogar drei Alphas. Rechts noch einer und oben auf dem Berg ist noch einer. Also, ich hab den Loot nicht. Ich hab gelootet. Was Spannendes drin? Guck ich gleich. Ich knall den mit der Shotgun ab. Oh ja, Rex. Weil wir können gucken, ob wir noch was vier, finden. Vier Level habe ich gekriegt. Ah, ich habe nur eins, glaube ich, noch gekriegt. Warte mal, hör auf zuzubeißen! Die Terrorbird-Babys sind Level 40. Das ist Level 4. Der ist Level 4, aber die Babys sind gerade weggelaufen. Geh mal hier hoch. Die sind so klein. Yes. Also ich weiß, ich habe bei mir gesehen, dass eins definitiv nach oben gerannt ist. Ich habe einen 40er. Ah, da kommt aber jetzt ein anderer Rex und haut drauf. Kann ich jetzt mal aufsteigen vielleicht? Denk dran, die Leute 38. Kennen jetzt unsere Position. Ja. Dann können wir anfangen, hier auch alle möglichen Dinos mal ein bisschen so aus dem Weg zu stellen. Und Barry, hier können wir noch satteln. Was ich echt nicht bedacht habe, dass wir gar keinen Enki in unserem Spielbereich, also in unserem Bereich jetzt hier haben, dass es einen Enki nur im Norden gibt. Muss legit bei Case Base und so weiter das Ding tame.
Und es ist halt auch immer saugefährlich, theoretisch alleine vor der Base zu sein und zu farmen. Das bleibt halt nicht aus. Hörst du mich, Gefahr? Ich lach dir ins Gesicht. Welcher Film? Weiß ich nicht mehr. Okay, das ist halt Höhe. Achso. War Gegner bei mir? Dazu? Komme. Ich hänge in dem Parasaurus fest, Mann. Alter! Hab einen gebullert. Dodge den Fighter erstmal, bis ich da bin. Ping nochmal. Muss rennen. Bin Ulo. Ja, dann geh. Wir werden wahrscheinlich deinen Barry töten. Ich bin genettet. Ja, ich hol einen Rex. Lass dir nicht zu viel Zeit. Ich bin gebolert. Das sind Hamsti und so. Sitzt drauf. Du wirst mit dem Rex halt nichts kriegen. Kannst vergessen mit dem Rex. Die laufen einfach vor dir weg. Die haben Mikroraptoren dabei. Sieh lieber zu, dass wenn du entbolert bist, deinen Barry kriegst. Ich habe halt auch noch keine Mad Plus im Inf. Ja, ich habe halt noch 10% HP. Ich muss kurz Base. Ja, dann nimm dir Mad Plus. Dann gehe ich jetzt rein. Ja, es war so klar, ne? Das ist halt das Problem. Wenn die unsere Videos sehen, die brauchen halt nicht mehr scouten gehen. Ja. Wo ist dein Barry? Unten steht er. Ja, dann werden sie jetzt wahrscheinlich umbringen. No, ja, da ist der Barry tot. Nächstes Mal dodge den Fight, lauf weg. Und ja, wenn ich da bin, gehst du zu deinem Barry. Ich war am Flint Farm, war gebullert, hab ihn gebullert, war danach gebullert und ja. Wie gesagt, dann gar nicht erst die Bowler werfen, das meine ich halt. Kurz weglaufen bis und mir Zeit geben, zu dir zu kommen. Ja, der Barry war halt schon genettet, deswegen. Ja, ja, I know. Deswegen, laufen als Player. Wollte halt jetzt eigentlich links los zu den anderen Boys da drüben. Eigentlich nur mit Bolas und Shotgun darüber machen. Lass vielleicht noch meine Taming-Armbrust hier und dann gib ihm. Na, jetzt sind die wahrscheinlich da drüben, gerade bei den Typen. Und die sind jetzt in Alarmbereitschaft. Klasse. Ich schreibe gerade im Chat, dass sie aufeinander schießen. Können uns ja das angucken. Und gucken, wo die schießen und dann. Beide Tribes sind halt jetzt völlig in Alarmbereitschaft. Darum geht's mir halt. Wollte halt ganz gern einen Tribe so abfarmen, wie theoretisch die dich gerade versucht haben zu überraschen, weißt du? Hm. Einen alleine, bolern und dann sofort für ihn gehen. Wir können von unserer Base aus bis zu deren Tower gucken, by the way. Ja, letzte Session schon gesagt. Wenn du immer dort warst und die gerendert ist, dann kannst du die bis von uns aus sehen. Die Überlegung war halt, ich denke mir, Hamsti und so werden halt auf diesem scheiß Berg stehen und dort reinsnipen. Da wo ich gestanden hab. Ja, ich denke eher andere Seite, aber ja. Ja, die stehen da im Gilli manchmal, deswegen. Ja, die sitzen den ganzen Tag da in ihrem Gilli. Aber lass mal vor die Base. Komm zurück, Isa. Und Grashüpfer. Ist Isa jetzt auch hier unterwegs oder was? Keine Ahnung. Lass mal ein bisschen zusammenbleiben und suchen gehen, ob wir irgendwen finden. Irgendwas hören. Keine Ahnung, gehen wir uns den Tower mal von näherem angucken, I guess. Lass mal aber vorher hier nochmal einen Halbkreis laufen, ob wir hier irgendwelche Tames geparkt sehen. Hier war deren Baumhaus. Oder hier ist noch deren Baumhaus. Aber das lohnt nicht zu sprengen. Müssen die Tames irgendwo abhaken oder direkt ranlaufen? Direkt hinlaufen. Wenn wir das angucken vom Namen hier mit Tame. Parasaurus detected you. Die haben auch einen Parasaurus. Die snipen. Ich ignoriere die gerade mal. Ich glaube, ich knall deren Parasaurus gleich mal eben ab. Mhm. Bleibst du mal ganz kurz hier stehen und passt auf meinen Barry auf? Ja. Gucken da oben aus dem Fenster raus. Kannst du nicht einfach hinlaufen
mit dem. Ja, Body. Dann bauen die mir das Bike dahinter. Habe ich keinen Bock drauf. Ich habe keinen Sprengstoff dabei. Okay. Snipen die auf meinen Barry? Ne, auf mich. Ich kriege mit dem Barry ein paar Hits. Oh, das ist ein 2x2 Gebäude hier drin. Ah, oh, I guess, das ist Dick Grannys holen gehen. Mhm. Ist hier der Play. Aber beim nächsten Mal kriegen sie nicht mit, dass wir kommen. Okay. Ja. Grannys holen gehen, I guess. Ja. Da waren Sprengfallen. Oh, hat ein bisschen wehgetan. Na gut, also. Die spielen mit Fallen und so weiter da überall drin. Das kostet uns halt richtig dick zu vieren. Gar nichts, ne? Für jo. Wahrscheinlich gar nichts. Na gut, wir wollen ja eigentlich auch kein Stuff. Nee, wir wollen die töten, aber ich meine, man kann halt jetzt theoretisch sagen, man kommt in 10 Minuten nochmal wieder. Wir haben jetzt da den Parasaurus getötet und wir haben die Fallen kaputt gemacht. Wir können auch jetzt eben in die Base gehen, reparieren und dann kommen wir gleich nochmal wieder. Oh, eigentlich wäre es jetzt ein Move, tatsächlich zu sagen, wir gehen so schnell es geht nochmal hin. Weil die müssen jetzt neue Traps placen. Und die müssen neuen Parasaurus holen gehen. So, straight durch den Wald. Ich denke mir, die werden jetzt gleich rauskommen, ihre Fallen erneuern und das müssen wir schon eventuell nutzen. Ja, deswegen meinte ich halt, wir sind schon spät dran. Aber sie sehen uns halt zumindest ohne Parasaurus nicht mehr direkt. Stell dich mal so seitwärts und ein bisschen geradeaus noch. Ist zu hoch. Weiter. Weiter, weiter, weiter. Immer noch. Du musst ganz da runter. Du kannst da doch noch 20 Meter vor dich laufen. Ja, genau. So. Die sehen die nicht. Theoretisch kann ein anderes Team die sehen, aber dann haben wir halt Pech gehabt. Eine Grabbel, leise, schnell hier hoch. Im Kopf unten bleiben. Gamma 3. Dann erstmal ein Car Vision beobachten. Höre und sehe niemanden außer deine Flak klimpern. Nee, es ist jemand da. Die Tür ging gerade oben, war gerade die Tür offen, ist jetzt zu. Also als ich hier hochgegrabbelt habe, war die Tür offen, jetzt ist sie zu. Ja, ich gehe, also ich weiß nicht, ob er uns gesehen hat, gehe ich nicht von aus. Nee, aber die werden die halt zugemacht haben, weil sie vielleicht gleich los wollen oder so. Ja, jetzt ist sie wieder auf. Ja. Die Frage ist, wenn sie rausgehen, ob man sagt, einer stellt sich vor die Tür hinter sie quasi und fängt sie ab, wenn sie zurückkommen, der andere geht aggressiv mit dem Barry auf sie drauf oder so und treibt sie quasi wieder zur Base? Das ist halt die Frage. Hä? Ja, wenn dann, glaube ich, du bist Bola ein bisschen sicherer. Ja, du läufst ihn dann bis zur Base hinterher und wenn die reingehen, weißt du, dann steigst du einfach ab und kommst mit, weil du weißt, dass ich da stehe. Ja. Bekommen so das Gefühl, einer sitzt drin und der andere rennt hier rum. Ich höre irgendjemand steppen. Ich glaube auch ein Flak. Das wird gleich. Das ist so langsam. Die bauen sich einen Skelly Tower. Das ist gleich nicht mehr wipeable. Da kannst du nur versuchen, Grannys hochzuwerfen und drauf zu grabbeln und von oben nach unten rein zu raiden. Und die werden tausende Etagen haben. Aber ich glaube, wir können uns halt noch keine 70 Grannys dran leisten, um hier halt richtig Action zu schieben. Ah, ich sehe hier zwei geparkte Raptoren von denen. Da kommt der Parasaurus. Der hat einen neuen geholt. Wenn dann ja, jetzt. Dann komm. Da sind wir schon zu langsam für, glaube ich. Ja. Er geht rein. Gesniped. Er ist noch nicht drin. Er placed Spikes. Nein, oh mein Gott, du bist da gelaufen und hast du gerade auf mich drauf geheizt? Ja, weil du Romeo in die Tür. Ich will den Parasaurus. Bist.
Du bist vor mir in die Tür gelaufen. Oder vor die Tür gelaufen. Ja, egal. Ich dachte halt, du bist an ihm dran und auf einmal läufst du zur Tür und er läuft an der anderen Seite an mir vorbei. Beziehungsweise, ja, ich bin zur Tür und ich dachte, du gehst auf den Para oder so. Er ist nach links und du bist nach rechts und dann bin ich dir rechts entgegengekommen. Ich sitze noch hinter der Base, ne? Ja. Die kommen gerade wieder runter. Die haben auf mich gesniped, deswegen bin ich kurz abgehauen. Ich hab's so aussehen lassen, als wäre ich weg. Er ist vorne und baut das Ding ab, glaube ich. Komme. Er geht instant wieder rein. Du hörst einfach nur eine Million Türen beim Hoch- und Runtergehen. Ja. Ich glaube, er kommt wieder runter. Er ist draußen hinten. Komm. Ist gebolert. Komm schnell. Schnell, 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 schnell. Ich stell mich vor die Tür. Geh ihm hinterher. Andere Tür. Bolan, Bolan, Bolan. Ach, das ist. Ja, komm. Ich war halt zu weit weg dafür. Ich musste halt erst rangrabben und dann war er schon wieder frei. Ja, die kommen jetzt nicht nochmal raus die nächsten 10 Minuten. Das war jetzt die Chance. Ach, die haben hier vorne zugebaut, okay. Ich versuche mal gerade was. Will, dass er die Tür aufmacht, während ich hier rangrabbel. Okay, könnt ihr bitte gehen, danke. Könnt ihr bitte gehen, danke. Ja, komm. Dann gehen wir Grannys holen, I guess. Hinter da schießt jemand von unten auf mich, ja, ich sehe es. Ich schilde von oben. Das ist meine Beute, verpisst euch! Das sind Hamsi und Co. Die wollen mich aus der Luft bolern. Bist du auf deinem Barry? Wo bist du? War noch unter dir. Ja, Mikroraptor und Netze hinter mir, ich bin genettet. Bin wieder drauf. Ich lauf zur Base durch gleich. Ja. Ja, ich würde den Fight halt mit den Typen jetzt an sich nehmen, aber ich bin halt mies gedamaged, weil einmal haben die mich angeschossen und einmal hast du mich angeschossen. Dementsprechend sind meine Flaks jetzt halt dahin. Es tut mir leid. Lauf nicht vom Gegner. Ja. Ich komm hier nicht hoch, ich krieg einen Cock, Alter. Ich stacke. Ich bin stuck und die holen mich jetzt hier gerade. Ich bin in der Luft am Floaten. Ich kann mich nicht entnetten, ich bin komplett hart stuck. Ich kann... Nein, ich kann keine Medbrews nehmen, gar nichts. Ich kann meinen Barry nicht hitten, ich bin in der Luft am Floaten. Okay. Jetzt kommt noch ein Kalikotherium und schlägt auf mich ein, Alter. Ja, ich sterbe hier oben. Ja, ich hab jetzt hier... Ich bin draußen. Ja, ich... Entnette dich einfach und geh. Ich bin frei, ich hab die Barrys genettet und bin... Hau ab. Dann geh. Alter, wie dumm war das denn bitte?